Willkommen zu diesem weiteren Blog. Heute ist Dienstag, der 14.01. Und ich zeige euch heute mal, wie ich trainiere, warum ich vielleicht so trainiere, was das Ganze soll und was ich natürlich esse. Zum Frühstück gab es heute Morgen 4 Eier mit Speck, fettarmen Speck, weil ich natürlich in der Diät ein bisschen Kalorien sparen möchte. Das heißt, ich nehme dann statt den richtigen Speck mit Speck oder Fett dran, nehme ich natürlich den fettarmen und muss ein bisschen Gewicht noch runterbekommen, Fett runterbekommen, gleichzeitig natürlich Muskelmasse aufbauen, das ist logisch. Das Ganze entsprechend auch ketogen durchziehen und deshalb zeige ich euch heute auch mal so ein bisschen mein Training, mein Trainingsprinzip quasi und was das Ganze soll, das können wir natürlich dann gerne nochmal ein bisschen separat klären. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt schon eine Runde kurz warm gemacht. Das ist auch der Vorteil, wenn man das so macht, dass man relativ viel Zeit auch spart. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich hier ein Gewicht draufgelegt habe, was ich, ist jetzt ein bisschen schwerer, 5 Kilo schwerer, normalerweise ein bisschen leichter, aber was man so 20, 25 Mal schafft, das heißt, da ist auch wenig Belastung auf die Gelenke generell und das Gewicht werde ich jetzt eben 20, 25 Mal versuchen zu drücken, bis ich gar nicht mehr kann, also bis wirklich nichts mehr geht, bis alles brennt, bis der Pump voll da ist. Das funktioniert dann auch ketogen, ist auch kein Problem. Und dann lege ich das Gewicht kurz ab, ungefähr 10 Sekunden, dann nehme ich es wieder auf und mache weiter. Das Ganze dann ungefähr 5 Mal und dementsprechend habe ich dann durchgehend den Punkt des Todes quasi und jedes Mal immer die letzte Muskelfaser wirklich ausgereizt und das aber trotzdem mit relativ geringem Gewicht, damit eben auch die Gelenke oder so ein bisschen geschont werden. Ist ein Versuch, das Ganze jetzt durchzuführen. Wir haben das Ganze auf dem Discord-Channel schon mal mit ein paar Leuten gemacht. Da hat es auch super funktioniert und dementsprechend werde ich das jetzt auch nochmal ordentlich durchführen und euch zeigen, ob man so Muskulatur aufbauen kann oder ob man jetzt wirklich Hypertrophie trainieren muss, 10x3 oder 5x10 Wiederholungen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es ziemlich zeitsparend, weil ihr ja nur einen Satz macht im Endeffekt, aber den natürlich die ganze Zeit am Limit. Das heißt, ihr spart euch bei der zweiten Wiederholung, die ihr dann macht, spart ihr euch natürlich dann die ersten 15, 20 Wiederholungen quasi, sondern trainiert nur auf den letzten 5, 6 Wiederholungen wieder drauf. Dann wieder 10 Sekunden Pause, Gewicht wieder aufnehmen und so weiter. Es gibt ein paar Untersuchungen dazu, dass das Ganze genauso effektiv ist oder ähnlich effektiv ist, wie wenn man 3 Minuten Pause zwischen den Sätzen macht, aber es spart natürlich dann extrem viel Zeit. Deshalb nicht lange reden. Los geht's! Machen wir den ersten Satz. Natürlich wieder die Adiletten an und die Technik, ob ich die Arme jetzt zusammen mache oder so, ist mir bei dem Gewicht jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ich bin eher der breite Typ, wie ich das halte, aber ich versuche es natürlich. Jetzt muss ich ein bisschen länger machen, weil 4 ist schon ein bisschen wenig. Ja, mach mal. Okay, war nur 4 Wiederholungen. Also, das bedeutet, Gewicht ist noch ein bisschen zu hoch. Ich müsste noch mal 10 Kilo insgesamt jetzt runtergehen. Da sind jetzt 50 Kilo drauf. Das heißt, ich müsste auf 45, 40 Kilo gehen, damit die Wiederholungen in einem Abstand von 10 Sekunden dann auch wieder so 5, 6 betragen. Boah, so, jetzt kommen Sit-Ups. Dann kommt das Gleiche mit den Bizeps-Curls.
So, jetzt gehen wir erstmal eine Runde laufen draußen. 10 Kilometer werde ich ganz locker machen. Ziemlich kalt, ihr seht, ich bin dick eingepackt, aber ich mag's warm. Ich mag's nicht so kalt. Das geht mir auf den Sack ohne Ende. Und auf dem Laufband habe ich ehrlich gesagt keinen Bock auf 10 Kilometer. Auf dem Laufband mache ich lieber dann 5 Kilometer oder ja, Intervalle oder sowas. Aber 10 Kilometer, 15, 20 Kilometer kann ich auf dem Laufband nicht. Da kann ich mein Gehirn nicht ausschalten. Na, los geht's. Und ich werde natürlich auch den Wintergarten noch aufräumen. Kann euch mal zeigen, was hier so rumliegt. Das ist eigentlich alles hauptsächlich fast Sportzeug, bis auf meinen Staubsauger. Aber ansonsten, ich zeige euch mal, was ich so habe. Ich habe hier hinten so komische Sommerski. Die sind eigentlich ganz cool. Dann mit Stöcken dabei. Da liegt noch eine Stange. Dann ist meine Black Roll da hinten. Ein Abflussrohr, was ich mir damals gekauft habe. Basketbälle habe ich da noch. Verschiedene Fahrradschläuche. Dann natürlich hier unten noch ein Seil. Das muss ich alles nochmal ordentlich aufräumen hier. Hier Kleinzeug. Das alte Fahrrad von mir. Das ist vom Giro noch. Dann habe ich da hinten einen geilen Bauchwecktrainer, der irgendwo mal auf dem, im Keller aufgetaucht ist. Dann genau so ein bisschen Kleinzeug da hinten, Tennisschläger, Badminton, hier meine ganzen Neopren-Sachen, die ich natürlich dann im Winter nutze bei Läufen. Dann habe ich hier so einen Stepper irgendwo ausgegraben, für 5 Euro irgendwo mal gekauft. Ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man seine Beine nochmal so richtig kaputt machen will. Also wenn ihr erst Kniebeugen macht und dann nochmal auf so ein Ding geht, dann ist aber Abfahrt. Dann hier 9 Kilo Medizinball. Dann habe ich hier ja eine Matte für Crunches und so weiter. Ein paar Hantelscheiben. Dann hier eine kleine Bank, wo ich dann eben die Beine hier ein bisschen machen kann. Also das geht. Dann hier meine selbstgebaute Ersatzstangen-Hantelablage. Da unten auch noch aus dem Keller irgendwie so ein paar alte Autos. So, richtig gut. Dann natürlich hier der Tower. Also das ist auf jeden Fall eine Investition, die kann ich euch nur ans Herz legen. Da kann man eigentlich fast alles machen und das Ding finde ich einfach genial. Da könnt ihr euch auch so Baumarktstangen einfach holen, die da durchstecken, die Gewichte drauf machen und so. Seht ihr, verschiedene Gewichte überall. Das ist super. Dann habe ich hier noch meine Wand, wo ich dann eben ein paar Sachen aufschreibe. Und hier unten auch noch ein bisschen was. Damit kann man seine Brust nochmal so richtig zerstören, wenn man nochmal ein bisschen was rausholen will. Dann Speedrope, dann gut, ein Abschleppseil und noch ein paar andere Gummisachen. Däuserband ist immer eine gute Sache. Ja, das war eigentlich das, was hier in der Unordnung im Wintergarten so rumsteht. Werde ich auf jeden Fall aufräumen, damit ich hier ein paar geilere Videos noch machen kann. Aber im Winter, ihr seht das halt mal so aus.